Die Bauern, sie haben ein bisschen europäische Geschichte geschrieben. Constructive partner in the fight for a fair price. Together we can build international solidarity. C'est 10 ans de combat pour un prix rémunérateur du lait. C'est la seule organisation à mes yeux qui œuvre en faveur des paysans européens et même du monde. It's like we are the guardians of the dairy farmers. Als Milchbäuerin und Gründungsmitglied bin ich sehr froh, dass wir mit dem Europäischen Milchboard eine gemeinsame starke Stimme in Europa haben für unsere Interessen. Donc aujourd'hui, l'UMB c'est une vraie alternative au Copacogeca. Donc il faut de plus en plus d'adhérents, de producteurs qui nous soutiennent et qui nous suivent dans ce combat. Juni 2006 in Monte Chiari war es soweit, da konnte das EMB gegründet werden. Rückblickend muss man sagen, dass wir bei der Gründung schon auch ein bisschen naiv waren. Wir haben gedacht, wir gründen jetzt eine Organisation und dann muss das Ding laufen. Dann wartet alle Welt darauf, was wir zu sagen haben. Wir haben sicherlich dazugelernt, dass Veränderungen Zeit brauchen, dass es dicke Bretter sind, die gebohrt werden müssen. Insofern sind wir sicherlich reifer geworden, aber auch nicht weniger schlagkräftig. Ich denke, alle, die an diesem Kongress beteiligt waren, waren überwältigt. Es hätte niemand geglaubt, dass so viele Bauern kommen aus verschiedenen europäischen Ländern und an einem Kongress teilnehmen, den die Milchbauern selber organisiert haben, den eine Organisation organisiert hat, die es vor kurzem noch gar nicht gab. Ich denke, das große Erfolg von diesem Symposium in Brüssel in 2008 war die sehr harte Worte von Herr Hulgaert, die uns gesagt hat, dass wer nicht für 25 Cent melken kann, muss verschwinden von dem Markt und verschwinden auf die Milcherzeugung. Das hat bei den Bauern, die da anwesend waren, sehr viel Emotionen losgemacht, aber auch die Notwendigkeit, dass wir etwas machen mussten. Musik.
richtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt, um einfach sowohl die Bauern, aber auch die Verantwortlichen aufzurütteln, dass es so einfach nicht geht und dass wir uns nicht so einfach unterbuttern lassen. Aber den Milchhahn aufzureißen, das ist für jeden eine schwere Entscheidung, ganz klar. Kurz vor dem Streik waren 15 Cent minus und dann wussten wir ganz genau, wo die Reise hingeht und das wollten wir nicht hinnehmen. Erfolgreichheit der Streich war insbesondere, dass Bauern miteinander wirklich etwas schaffen können. Die Laden waren leer, es gab keine Milchprodukte mehr in sehr vielen Supermärkten. Und wir haben auch gesehen, dass die Marken direkt darauf reagiert haben, direkt nach oben gegangen sind. Wir sind gestärkt aus diesen Streiks hervorgegangen, indem wir, ich sag mal, Beachtung gefunden hatten für unsere Dinge und uns war klar, wir müssen den harten Weg durch die Institutionen gehen, wir müssen wirklich in den Gremien, bei der Politik, im Parlament, bei der Kommission, bei den einzelnen Regierungen konsequent weiterarbeiten. Unseres Erachtens einfach sehr theoretische Ansätze, die eine heile Welt voraussetzen, die aber draußen so nicht gegeben ist. Und deshalb hat das Milchpaket auch bis heute nicht die Wirkung entfalten können, die es vielleicht theoretisch möglich machen würde. Lediglich Cholos hat angekündigt, dass er eine Beobachtungsstelle einrichten will. Das war mit Sicherheit ein Fortschritt, ein Etappensieg. Uns war dann klar, wir müssen auf einer anderen Ebene weiterarbeiten. Das kann nicht das Ende dessen sein, was wir erreichen wollen. Wir waren der Meinung, wir brauchen jetzt endlich mal eine ganz starke Aktion, die in ganz starken Bildern mündet. Und was liegt da näher als Milch dann zu versprühen dorthin, wo die Entscheidungsträger, zumindest ein Teil der Entscheidungsträger sitzt, nämlich das Europäische Parlament. Und so kam es dazu, dass wir die Milch an die Fenster gesprüht haben. Die Bauern haben dann auch noch den Schlauch gekappt und der hat dann die Polizisten ins Visier genommen. Und diese Bilder gingen dann wirklich durch die Medienlandschaft. Und ich denke, trotz aller Kritik, die dann heuchlerisch von einigen vorgetragen worden ist, war die Aktion wichtig, um uns einfach in der Sache voranzubringen. Ich denke, ein beeindruckendes Bild, die auch auf die ganze Welt gegangen ist. Ich denke, der Genie noch viel wichtiger war, aber auch diese Milchsprühaktion hat viele Leute auch Interesse gegeben in die Probleme der Milcherzeuger. Ich denke, dass die Milcherzeuger, die zum Demo kommen, die wollen auch mit ihren Kollegen zusammen eine Faust machen. Wir sind uns einig, es muss anders. Und das Positivismus, um immer wieder hier zu kommen, um immer wieder mitzumachen, das ist wirklich wunderbar. Ohne Proteste hatten wir nie die 10 Jahre EMB gehabt. Proteste, Demos, sie gehören dazu, wenn du ein Interessevertreter bist. Es hat sich im Grunde genommen von Anfang an nicht geändert. Unsere Sichtweise war immer, dass die Produktion an die Absatzmöglichkeiten angepasst werden muss, dass die Bauern die Möglichkeit bekommen müssen, die Produktion anzupassen. Dazu haben wir verschiedene Vorschläge gemacht, die jeweils der jeweiligen Zeit angepasst waren. Mit dem Quotenregime war es die flexible Mengensteuerung. Jetzt ist es das Marktverantwortungsprogramm nach Abschaffung der Quote. Jetzt haben wir ein neues Milchpaket natürlich durch die Krise. Und letztendlich hat man Teil des Marktverantwortungsprogramms genutzt. Das ist dann die freiwillige Lieferverzicht. Wir brauchen
kontinuierlich Instrumente, wenn der Markt wirklich schlecht wird. Und nicht ein Jahr warten, bis alle Bauern schon halb kaputt sind und dann noch etwas machen, weil das ist viel zu spät. Fakt ist, dass die Abschaffung der Quote, also die Aufhebung jeglicher Mengenbegrenzung, den großen Molkereikonzernen in die Hände spielt, deren Einfluss, deren Macht größer wird, die Bauern ohnmächtiger werden. Darauf haben wir hingewiesen am 31. März 2015. Ja, wir haben die Milcherzeuger auf Halbmast gesetzt und wir haben die Konzerne, die Flaggen der Konzerne nach oben gezogen. Am Schluss haben dann die Bauern noch symbolisch die Fahnen der Milchindustrie verbrannt. Ja, drastisch, aber nicht überzogen. Agricoltori lattiero caseari della European Milk Board. He's like a big rock star, so of course you want to meet him. I'm not a Catholic myself, but I think that this Pope Franz is for all people. Die Papst, die wir jetzt haben, ist ein Menschenmensch. Die Papst war wichtig, er hat Zeit für uns genommen, er hat es angehört. Mais aussi de réussite, parmi lesquelles d'abord la grève du lait, avec tous les producteurs qu'elle a rassemblés, une vraie réussite. Ce sont aussi toutes les études sur les coûts de production, de vraies études enfin, qui tiennent compte de la rémunération des producteurs. C'est aussi le MMO, donc l'Observatoire des marchés laitiers européens, en espérant que ça aille bien au-delà et qu'il serve. Donc tout ça, c'est le lobby fait auprès de Dacian Ciolos. Et enfin, le PRM, qui a beaucoup inspiré nos politiques pour aboutir à la politique et au programme de réduction volontaire de la production. Dieses Durchführen des Lieferverzichts gegen Entschädigung, alles ganz wichtige Schritte, die alle auf die Initiativen und auf die gedanklichen Ansätze des EMBs zurückgehen. Die Gruppenfreistellungsverordnung, die Doppelmitgliedschaft, die jetzt den europäischen Bauern ermöglicht worden ist, dann die Beobachtungsstelle, das sind schon riesige Fortschritte, die alles auf unsere Arbeit zurückzuführen sind. Ich sehe nicht, wer sonst das in die Richtung vorangetrieben hätte. Wir waren es und da können wir, denke ich, stolz sein drauf. Et puis il y a le lait équitable, notre label du circuit court à l'échelle nationale, européenne. Nous avons même arrivé à le développer à l'autre bout de la planète. Quel bel exemple, quelle belle histoire. Ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Erfolg des EMBs beigetragen haben. Die Mitgliedsverbände, die Vorstandsmitglieder, die Leute im Büro, verschiedene Organisationen haben uns bestimmt unterstützt. Die Zusammenarbeit in ARC 2020 möchte ich nennen oder auch in den einzelnen Ländern. Dann andere gesellschaftliche Gruppen, NGOs, die uns unterstützt haben. Einzelne Politiker, die uns unterstützt haben. Darf man nicht verschweigen, die einfach auch die Dimension dessen, was da abläuft, erkannt haben. Von Danton, dem französischen Abgeordneten,
über Martin Häusling oder Maria Heubuch, die deutschen Abgeordneten, bis hin zu polnischen Abgeordneten oder slowakischen, die ebenfalls in unsere Richtung arbeiten. Also ganz wichtig, und den ehemaligen Kommissar Ciolos wollen wir da natürlich nicht weglassen, auch er war wichtig. Aber wie gesagt, in allererster Linie bei den Mitgliedsverbänden und deren Bauern, die uns da ständig unterstützt haben. Ich denke, wenn wir unsere Mitglied, unsere Bauer nicht gehabt haben, dann war keine Demo und keine Aktion von der EMB ein Erfolg gewesen. Dass es 10 Jahre EMB gibt, hat alles zu tun mit unseren Mitgliedern, mit den Milcherzeugern. Zweitens, die Leute in die Vorstände von allen EMB-Mitgliedern, so auch im EMB-Vorstand, und die Leute ins Büro, die sehr wichtig sind. Wenn es im Büro nicht läuft, kommt bei uns nichts an. So, dafür würde ich mich auch sehr bedanken für alle Arbeit, die Sie gemacht haben. Aber auch von die Medien, die uns eine Chance gegeben haben, dass sie wirklich das erzählt haben, was wir gemeint haben. Wir haben das auch anders mitgemacht. So, diese Leute sind alle wichtig für uns gewesen. Und es gibt auch Leute aus der Kommission und auch aus dem Parlament, die uns unterstützen. Und ich hoffe, dass sie noch immer auch genug Mut haben, um das für die Zukunft zu tun. Qui ont compris qu'un problème européen se règle avec une solution et une organisation européenne. Levons-nous tous dans cette salle et applaudissons-nous, car nous le valons bien, nous le méritons bien. Allez, tous debout, on s'applaudit tous. So it's very important for EMB to keep on doing the good work. Thanks for the first 10 years and see you on our 25th anniversary. Levez-vous tous dans cette salle. Je compte sur vous pour mon avenir.